Hallo meine Lieben, wie ihr seht, es wird langsam Christmassy. Deshalb wollte ich auch gerne einmal bei dem, was ich hier so bastele, wollte ich auch, dass es etwas mehr Christmassy aussieht und nicht nur so riecht. Das heißt, ich habe mir versucht jetzt für was ich heute mache, so Förmchen zu kaufen, die, ich wollte mir so eine Silikonform kaufen. Ihr kennt die doch, wo fürs Backen so, für Muffins und dergleichen und wo man dann eben so weihnachtliche Motive hat. Und ich dachte mir, wann, wenn nicht jetzt, sollte es so etwas geben. Bin 4 Stunden lang über die Oxford Street durch Shopping Center überall lang gelaufen. Es gab entweder halt nur normale Formen mit Herzen, keine Ahnung. Okay, vielleicht Weihnachten, das Fest der Liebe, aber ich hatte mir eher so einen Weihnachtsmann, einen Tannenbaum, einen Schneemann, so etwas vorgestellt. Und ich habe nichts gefunden. Das heißt, ich bin dann wieder in den Laden zurückgekehrt, in dem ich am Anfang schon war, in dem es so etwas gab, was aber, wie ich finde, nicht so schön aussah. Und habe jetzt tatsächlich einen Tannenbaum und einen Weihnachtsmann, also mehrere Tannenbaum und mehrere Weihnachtsmann-Silikonformen erworben. Die, wie ich finde, die hässlichsten Tannenbaum- und Weihnachtsmannformen sind, die man so bekommen konnte. Das heißt, ich habe die jetzt hier einmal. Das ist der Tannenbaum. Das ist der Weihnachtsmann. Nicht schön, aber selten. Damit werden wir jetzt auf jeden Fall Shower-Steamer machen. Das sind so Badebomben für die Dusche quasi. Die kommen dann unten in die Dusche rein und blubbern da ein bisschen rum. Und wenn dann schöne ätherische Öle drin sind, die steigen dann in die Luft. Und gerade jetzt bei Erkältung ist es super, wenn man dann Eukalyptusöl oder Menthol oder dergleichen mit reinmacht. Pfefferminzöl. Ja, und jetzt fangen wir mal an und basteln das mal zusammen. Was wir hierfür jetzt brauchen, ist Zitronensäure. Davon habe ich hier 100 Gramm. Gleicher Teil, auch 100 Gramm Sodiumbicarbonat / Natron. Dann habe ich ätherische Öle. Und ich habe etwas Wasser hier in meiner Sprühflasche, natürlich die Förmchen. Ich klappe wieder die Kamera runter, dass ihr alles besser seht, was auf dem Tisch passiert. Bis gleich. Damit die Shower-Steamer auch etwas weihnachtlicher aussehen, werde ich sie einfärben. Dazu teile ich mir meine Zutaten auf und benutze rote Farbe für die Weihnachtsmänner und grüne für die Tannenbäume. Ich benutze Lebensmittelfarbe mit ungiftigen Inhaltsstoffen. Ich beginne damit, für die Weihnachtsbäume die grüne Farbe zum Natron hinzuzufügen. Ich werde nicht allzu viel Farbe benutzen, weil das ja wirklich einfach nur beim Duschen runtergespült wird, wollte allerdings nicht ganz darauf verzichten, dass es jetzt zu Weihnachten etwas schöner aussieht. Als nächstes gebe ich die ätherischen Öle hinzu. Da das fertige Produkt nicht direkt auf die Haut aufgetragen wird, kann man hier ruhig ein bisschen mehr hinzugeben, sollte aber natürlich auch nicht übertreiben, da ätherische Öle Allergien auslösen können. Jetzt knete ich die Farbe und die ätherischen Öle in das Natron und trage Handschuhe, dass meine Finger nicht grün gefärbt werden. Die Masse sollte sich wie nasser Sand anfühlen und wenn ich denke, dass noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit gebraucht wird, sprühe ich etwas mit meiner Wasserflasche hinzu. Als nächstes füge ich die Zitronensäure hinzu und arbeite sie gründlich ein. Je nachdem, wie sich das Ganze anfühlt, muss man eventuell noch etwas Wasser hinzugeben. Idealerweise sollte es sich wie gesagt wie nasser Sand anfühlen, der auf leichten Druck hin zusammenhaftet, sich aber auch einfach wieder auseinanderbröseln lässt. Sobald sich die Mischung richtig anfühlt, kann man dann die Förmchen mit dieser befüllen und sie trocknen lassen. Das gleiche mache ich jetzt noch einmal mit der anderen Hälfte meiner Zutaten, welche ich für die Weihnachtsmann-Shower-Steamer rot einfärben werde. Hier benutze ich nun ätherisches Pfefferminzöl und knete dieses wieder gemeinsam mit der Farbe unter Zugabe von Wasser in das Natron. Danach kommt wieder die Zitronensäure hinzu und ich knete durch, bis ich die Masse in die Förmchen füllen kann. Ich drücke die Masse in den Förmchen gut an, damit die Shower-Steamer am Ende eine feste Struktur haben. Nun müssen sie nur noch austrocknen und hart werden. 3 Tage später. Ich habe hier meine Weihnachtsmänner und Tannenbäume. Die Weihnachtsmänner habe ich ein bisschen besser befüllt. Wie ihr schon seht, das ist nicht so mega viel, weil das ist nochmal ein bisschen gequollen. Die Tannenbäume, das sind ziemliche Riesentannenbäume, also ziemlich dicke, speckige Tannenbäume. Was ich gemacht hatte, ich hatte die ein bisschen mit so Folie abgedeckt, weil ich gehofft habe, dass es dann weniger quellen würde. Es hat nicht so ganz geklappt, aber vielleicht hatte ich auch bei der grünen Mischung, bei den Weihnachtsbäumen einfach ein bisschen viel Wasser, weil ihr seht schon, die sind ein bisschen speckig, ein bisschen dick. Auf jeden Fall kann man die dann einfach so aus der Form poppen. Da
Tada! Was ist das bitte für ein schöner Weihnachtsbaum? Ich freue mich total, dass das so gut geklappt hat. Ich war ja skeptisch mit diesen Förmchen, schon alleine, weil sie so einzeln sind und nicht in so einem großen Sheet, dachte ich, oh, ob das nicht voll die Form verliert, weil irgendwie mega auseinander. Aber es hat super gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Eine sehr gute Investition. Eins kann ich euch sagen, wenn ihr das macht, nehmt es nicht zu schnell aus der Form, weil ich dachte, dass es schon relativ gut trocken wäre und habe dann diesen einen Santa aus der Form genommen und er sieht dann eher so aus. Den hier, den habe ich später aus der Form genommen. Also man sieht definitiv den Unterschied. Sieht man das auch in der Kamera? Ja, man sieht definitiv den Unterschied, dass der hier viel schöner ist als der hier. Also diesen Fehler nicht machen. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Das sieht richtig toll aus. Also guckt euch doch mal bitte diesen tollen Weihnachtsmann hier an. Und noch toller, die Tannenbäume. Guckt euch doch mal bitte an, wie schön die sind. Also bis auf, dass die so mega fett und specky sind. Eigentlich sollte es eher so dünn wie die Weihnachtsmänner sein. Aber egal, wie schön sieht das denn aus? Es riecht auch total gut. Das ist ja wie gesagt die Minzversion, um die Atemwege frei zu bekommen. Und das ist die Christmassy Bergamot und Zimt Variante, passend zum Deo, was ich Anfang Dezember gemacht habe. Ich bin begeistert. Es sieht super schön aus. Ich freue mich schon total darauf, die zu benutzen. Wenn ihr euch auch so schöne Schauersteamer machen wollt, dann probiert das Rezept gerne einmal aus. Es geht natürlich auch mit anderen Formen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das bei euch auch gut geklappt hat und welche Förmchen ihr genommen habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ihr könnt meinen Channel subscriben. Ich hoffe, dass ich vor Weihnachten noch ein paar andere Christmassy-Videos schaffe abzudrehen und online zu stellen. Und schaut wie immer auf Instagram vorbei. Da werde ich ein Bild mit den Shower-Steamern posten. Ich habe jetzt natürlich noch einmal den gleichen Pulli angezogen, dass das Gesamtbild nicht ruiniert wird. Und einen Tannenbaum und einen Weihnachtsmann. Ein kleiner Specky-Tannenbaum. Nein, 2 Tage später. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie viel später. Egal, 3 Tage. Gerne etwas mehr. Egal, 3 Tage später, dann ist es wenigstens richtig gut ausgehärtet. Einen Tannenbaum und einen Weihnachtsmann. Ich habe hier meine Santa Clauses und ich habe hier meine dicke Specky Tannenbaum für und hier